Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Heute geht es erneut um eine Lampe der Firma Odepro. Die wurde mir freundlicherweise wieder zur Verfügung gestellt, um sie euch zu präsentieren. Also legen wir direkt los und schauen uns an, was sich in dieser Verpackung befindet. Ja, Odepro typisch haben wir hier wieder diese einfache, schwarze, schlichte Verpackung mit dem Logo drauf und diesem Strichmännchen als Logo, so interpretiere ich das, und natürlich den Modellnamen der Lampe. Aber schauen wir uns einfach mal den Inhalt an. So, all das hat sich in dieser kleinen, unscheinbaren Verpackung befunden. Wir haben hier ein Holster mit dabei bei der Lampe, was wir entweder so ganz normal durch den Gürtel ziehen können oder mittels Druck- und Klettverschluss irgendwo anders dran befestigen können. Ja, die Lampe kann man dann hier einfach einstecken. Die passt ja auch wirklich super rein. Ja, man kann das hier ein bisschen lockerer machen oder so. Also die Lampe passt wirklich echt gut in dieses Holster. Und ja, das ist ein Teil des Lieferumfangs. Dann natürlich die Lampe selber, die NT21. Dann haben wir hier ein Magnetladekabel über USB, ein paar Ersatz-O-Ringe, ein Lanyard. In dem Fall haben wir zwei Akkus mit dabei, zwei 18650er mit 13.000 mAh, ja, und dann ganz normal eine Bedienungsanleitung, Garantiekarte und hier so eine Kurz-Schnellstartanleitung, wie man in die einzelnen Modi schaltet, aber das zeige ich euch dann gleich nochmal im Detail. Ja, hier haben wir das gute Stück, gefertigt aus Flugzeugaluminium, hochwertig verarbeitet. Hier vorne haben wir den Ein- und Ausschaltknopf. Auf der entgegengesetzten Seite haben wir den Magnetladeanschluss, wo wir dann einfach dieses Magnetkabel hier dran stecken. Beziehungsweise es ploppt immer wieder automatisch genau richtig dran. Und dann wird das Ganze hier drin geladen. Dann haben wir hier eine LED mit verbaut, die uns anzeigt, dass da Strom ist, und hier halt die Ladezustandsanzeige, entweder in grün oder rot. Ja, wir haben hier vorne den Reflektor auch relativ gut verarbeitet, einen relativ spitzen Bezel vorne verbaut. Ein Pocket Clip haben wir hier auch mit dran, der ist auch wirklich straff. Hinten haben wir keinen Schalter, alles wird über diesen Schalter geregelt zum Einschalten. Hier kann man aber kurz drauf tippen, dann sind wir schon im schwächsten Modus. Dann wird das Ganze in grün hinterlegt und dann durch gedrückt halten schalten wir dann die einzelnen Leuchtmodi durch. Doppelt drücken und wir haben den Stroboskop. Einfaches Drücken, wir sind wieder im höchsten Modus. Und hier kann man das jetzt gerade ganz gut sehen. Der Akku ist halt nicht vollgeladen. Dementsprechend zeigt diese Anzeige zwischendurch etwas anderes an. Hell ist die kleine Lampe auf jeden Fall. Ganz schön. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt draußen an, wie die Lampe sich so schlägt. Und ja, ich würde sagen, begleitet mich. Und wir sehen uns gleich draußen wieder. Bis gleich. Ja, die technischen Daten zu der Lampe habe ich euch noch gar nicht mitgeteilt. Die Lampe hat sage und schreibe 1200 Lumen als Maximalleistung. Und da hätten wir eine Laufzeit von 1 Stunde und 50 Minuten. Dann haben wir den High Mode mit 400 Lumen. Da haben wir ungefähr 2 Stunden 50 Minuten. Medium mit 120 Lumen und 9 Stunden Laufzeit. Den Low Mode mit
20 Lumen und 60 Stunden Laufzeit. Und zu guter Letzt natürlich noch den Strobo-Modus mit 1200 Lumen, aber keine Laufzeitangabe. Das Ganze ist stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 1 Meter und wasserdicht nach IP67. So, Freunde, ich hoffe, ihr konntet euch jetzt ein kleines Bild von dieser Lampe machen. Ja, viel kann man über diese Lampe nicht erzählen. Im Belichtungstest, den ich jetzt gemacht habe, hat sie sich eigentlich relativ gut geschlagen. Die Lichtausbeute und die Reichweite der Lampe, das habt ihr ja gerade gesehen, ist eigentlich echt klasse. Und da kann man nichts anderes Gegenteiliges sagen. Und von der Laufzeit der Lampe her haut das so ungefähr laut Herstellerangaben. Klappt das und passt das auch alles? Ich habe die Lampe halt auch über einen längeren Zeitraum laufen lassen. Nachteil an diesen, ich sag mal, einfachen Lampen ist halt immer, so wie bei allen anderen Lampen auch, die werden extrem heiß. Und gerade wenn man sie so einen extrem hohen Leistungsbereich haben, werden die halt relativ schnell sehr heiß. Was man allerdings gemerkt hat, ist auch, je länger diese Lampe lief, klar, der Akku wird immer schwächer, 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 dass die Leuchtleistung halt mit der Zeit zunehmend abnimmt, bis sie dann halt hinterher schlussendlich komplett aus ist. Aber wie gesagt, von den Laufzeiten des Herstellers her klappt das, haut das so ungefähr hin, wie es angegeben ist. Also das passt soweit. Ob man sich jetzt die Lampe natürlich kauft, ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich kann euch, wie gesagt, nur ein kleines Feedback von mir dazu geben. Und falls sich jemand dazu entscheiden sollte, sich diese Lampe kaufen zu wollen, ich habe unten in der Videobeschreibung den Verkaufslink zu der Lampe von Amazon und habe exklusiv für euch einen 5 Euro Rabattcode. Dieser Code ist für ein Jahr gültig und den Code blende ich euch jetzt unten hier ein, den packe ich euch zusätzlich aber auch nochmal in die Videobeschreibung und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beim nächsten Unboxing oder Test oder auf einem Lost Place Abenteuer. Bleibt gesund, bis dahin, ciao!